geht weiter nach Norwegen. Kleines Ratespiel. Was wird sein? So, wir haben einen Charan. Ein großes Auto, wir haben Upgrade bekommen. Das ist ein 7-Sitzer statt ein 5-Sitzer. Also kriegen wir auch alles rein. For you, we got a bigger car for free. Oh, dude, that's amazing. Moin Leute, wir sind jetzt auf dem Weg zum Red Bull Ragnarok Event. Um 11 Uhr geht's los und wir haben noch ein bisschen Zeit und werden uns schon vorbereiten. So, wir werden uns jetzt auf die Apple Watch die Karten runterladen, dass man so ungefähr eine Orientierung hat, wo man lang muss. Ob das hilft, wahrscheinlich kann man eh nicht drauf schauen, aber ich habe gesehen, dass alle das hier so machen und da wir professionelle Racer sind, machen wir das jetzt auch so. Loni, erzähl mal, hast du Bock? Ja, mal schauen, was wir so erleben werden. Hoffentlich geht es verloren. Heiß erfahren. Ein paar Gains. Ernährungsprofi Linus Erdmann mit Haferschleim. Schmeckt. Und Banane von Profiköchin Lunia Heger gekocht. Ich vergaß. And when the green flag comes up and the horns sound, the race is on. And then you have 5 hours to complete 5 laps. And hopefully we'll get more than 8 people through this year. 8. The shortest way might not be the fastest way. So, wir haben jetzt die ganzen Höhenangaben auch noch runtergeladen. Damit werden wir auf jeden Fall Erster. Gibt gar keine andere Option mehr. Apple Watch regelt. Let's go. Ja, wir müssen los. Also ich habe jetzt hier die Map, sehe da genau, wo ich bin, das ist der Startpunkt. Und dann werde ich einfach auf der Map schauen, wenn ich nicht weiß, wo es lang geht. Cheating in 2018. Ja. Wir haben blauen Himmel, wir haben guten Wind, es soll später ein bisschen runtergehen, also sollten wir lieber eine Größe größer nehmen. Aber schauen wir mal, wie es wird. 5 Runden muss man schaffen, das ist gar nicht so easy. Oh.
Okay, wir sind jetzt hier an der Startlinie und die letzten 5 Minuten sind angebrochen. Gelbe Flagge ist oben. Wenn die gleich runtergeht, ist die letzte Minute und dann geht's los. Und man sieht schon hinter uns, die ganzen Fahrer alle stehen bereit. Und ja, wird ein heftiges Race. 1 Minute! Ja, Leute, pass mal losfahren. Traust du dich sowieso nicht? Nee, hau ich hier alle um. It's gonna be a big mess. Okay, los geht's! Just got to the first gate. Absolute traffic jam here. Chaos. Okay, we're back on it. Here we go. Approaching the last gate, I'm absolutely destroyed, but let's get across the finish. Wie warm ist dir? 10 von 10. Ich dampf, glaube ich, ganz schön. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber zum Glück kann man bei YouTube nicht riechen. Wie St. Peter-Ording im Winter. Ah, kalt. Wegschmeißen. Ja, sieht aus wie Leichenfüße, oder? Von der kleinen Füße her. Und wie willst du sonst vom Ragnarok erzählen? Wie war es Ragnarok? Nee. Boah. Naja, also nach 2 Runden war der Wind weg und dann durfte ich schön 2 Stunden laufen gefühlt. Aber an sich war es nice, am Anfang war geil mit genug Wind und hat auch alles gut geklappt. Auch mein Plan ist aufgegangen mit der Uhr, war eigentlich ziemlich easy und präzise. Aber ja, schade, dass kein Wind war. Dafür werden wir die nächsten Tage noch ein bisschen snowkiten. Und jetzt bin ich K.O. und werde pennen gehen. Vielleicht sogar duschen vorher, aber ich glaube nicht. Gute Nacht. Ah, ich kann nicht mehr. Wie nice war's? Echt Spaß gebracht. Aber zwischendurch war einfach kein Wind mehr. Das hat mich genervt. Und jetzt ist absolut kein Wind mehr. Und dann war ich einfach... Es ist so wenig Wind, dass ich hier im T-Shirt stehe. Ziemlich smart, oder? Bist du Gassi? Ja. Let's go.